Chiquita kennen die meisten bestimmt. Die Premium-Banane gibt es in vielen deutschen Supermärkten, zum Beispiel bei Rewe oder Edeka. Die Banane wirkt bei näherer Betrachtung recht harmlos. Der blaue Sticker zeigt eine Frau mit lustigem Hut und der Name klingt auch irgendwie nett. Chiquita wirkt unschuldig. Naja, ungefähr so unschuldig wie Sauron. Tatsächlich ist Chiquitas Bananenimperium auf Blut, Gewalt und Intrigen aufgebaut. Die Firma hat halb Südamerika unterjocht, Regierungen gestürzt und Länder in den Abgrund gerissen. Bevor es weitergeht, wir haben einen neuen Kanal. Und zwar machen wir ab jetzt auch Videos auf Englisch. Mehr dazu in der Beschreibung und am Ende des Videos, bleibt also ruhig bis zum Ende dran. Die Firma heißt erst seit 1984 Chiquita. Lange Zeit war das Unternehmen als United Fruit Company bekannt. Die Firma wurde Ende des 19. Jahrhunderts von Minor Cooper Keefe und Andrew Preston gegründet. Schnell brachten sie überall in Zentral- und Südamerika riesige Landstriche unter ihre Kontrolle. In den 1920ern gehörten der Firma unter anderem große Teile von Costa Rica, Panama, Jamaika, Kuba, der Dominikanischen Republik, Kolumbien und Ecuador. In dieser Region hatte die Firma quasi ein Monopol auf den Bananenexport. Ein Großteil des Landes, das United Fruit besaß, wurde nie für die Produktion verwendet. Die freien Flächen wurden einfach der Konkurrenz vorenthalten. Naja, möglicher Konkurrenz. Der Anbau war wahnsinnig lukrativ. Mithilfe einer riesigen Flotte an Kühlschiffen exportierte die Company ihre Früchte auch nach Europa. In den USA wurden die Bananen unter der Führung von Edward Louis Bernays sehr erfolgreich vermarktet. Bernays ist weithin bekannt als der Vater der Public Relations und moderner Propaganda. Man etablierte die Cartoon-Figur Miss Chiquita in Anlehnung an die Schauspielerin Carmen Miranda. Daher kommt auch der heutige Name und das Logo. Miss Chiquita erklärte den Leuten in verschiedenen Werbespots, wie gesund Bananen denn sind und wo man sie überall beim Kochen einsetzen könne. Bananas taste the best and are the best for you. Die Firma nutzte auch einen Arzt, der behauptete, dass Bananen das einzige Heilmittel für Glutenunverträglichkeit seien. Das ist absoluter Unsinn, aber wenn der Arzt das sagt, die Banane wurde vom Luxusartikel zur Massenware. Heute gilt die United Fruit Company in ihrer Verbreitung und Struktur als einer der ersten Weltkonzerne. In vielen Ländern Zentral- und Südamerikas war die Macht der United Fruit Company quasi grenzenlos. Häufig machte die Firma große Teile der gesamten Wirtschaft eines Landes aus. Die Company kontrollierte fast alle Häfen und viele Radiostationen und Zugstrecken in der Region. Zu dieser Zeit entstand auch der Begriff Bananenrepubliken. Einige der Länder wurden effektiv von United Fruit beherrscht. Die Firma war bekannt als El Pulpo, der Oktopus. Die Company pflegte oft enge Beziehungen zu autoritären, korrupten Machthabern. Diese ließen United Fruit dann für ein paar Gegenleistungen einfach ihr Ding machen. In Südamerika gab es außerdem zahlreiche US-Militärinterventionen. Ob Panama, Kuba oder die Dominikanische Republik. Heute sind die zahlreichen Aggressionen als Bananenkriege bekannt. Die USA wollten ihren Einfluss in der Region sichern und die finanziellen Interessen gewisser Firmen. Allein in Honduras intervenierte man 7-mal, weil die dortige Regierung United Fruit nicht ins Land lassen wollte. Die ein oder andere Regierung wurde im Namen der Banane sogar gestürzt. Die Company finanzierte wahlweise Guerillakämpfer oder Präsidentschaftskampagnen. Kolumbien, Dezember 1928. Plantagenarbeiter der United Fruit Company streiken in der Stadt Cienaga seit fast einem Monat für bessere Arbeitsbedingungen. Der Streik kostet die Firma ein Vermögen. Schließlich schickt die kolumbianische Regierung die Armee, welche ein unfassbares Massaker an den Arbeitern begeht. Die Opferzahlen liegen irgendwo zwischen 800 und 3000. Ob die Company die Ermordung direkt veranlasst hat, ist bis heute unklar. Aber nichts übertrumpft Guatemala. Wir haben ein älteres Video dazu, wie die USA das Land buchstäblich geknechtet hat. Einen Link findet ihr in der Beschreibung. Hier nochmal die Kurzfassung. In den 1930ern kontrolliert die United Fruit Company rund 40% der Landfläche Guatemalas, zahlt keine Steuern und keinen Zoll. Die Firma hat ein Monopol auf den Handel mit Bananen und ist dicke mit dem brutalen Diktator Jorge Ubico. 1944 wird dieser entmachtet und das Land wird demokratisch. In den folgenden Jahren wird ein Mindestlohn eingeführt, ein Gesundheitssystem aufgebaut und mehr in Bildung investiert. Später wird unbenutztes Land der United Fruit Company gegen recht faire Bezahlung an arme Bauern neu verteilt.
Die Reform ist ein riesiger Erfolg. Sie kurbelt die Wirtschaft an und verbessert die Lebensbedingungen tausender Bauern drastisch. Der Company gefällt diese Entwicklung nicht. Sie beauftragt Bernays damit, den guatemalischen Staat in der amerikanischen Öffentlichkeit zu diskreditieren. Das Unternehmen macht gezielt Propaganda. Die Message: Guatemala wird von Kommunisten terrorisiert und regiert und steht kurz vor dem Abgrund. Gleichzeitig hat die Company hervorragende Beziehungen in die amerikanische Politik. John Foster Dulles war zu dieser Zeit Secretary of State. Sein Bruder Alan Dulles war der Chef der CIA. Beide waren früher Berater von United Fruit. Zusammen organisieren sie den Umsturz der guatemalischen Regierung. Der rechtmäßige Präsident wird gestürzt und eine ganze Reihe grausamer Diktatoren folgt. Fast jeder dieser Herrscher wird von den USA unterstützt. Oppositionelle werden umgebracht, Militärkommandos, die Kommunisten foltern, töten und verbrennen, werden von der CIA ausgebildet. Ein Bürgerkrieg bricht aus, Guerillas entführen und morden, Ureinwohner werden hingerichtet. Das Land geht durch 40 Jahre Gewaltherrschaft, zwischen 140 und 250.000 Zivilisten werden insgesamt getötet. Wegen Bananen und bösen Kommunisten. Naja, eigentlich waren in Guatemala ja gar keine Kommunisten an der Macht, aber Bernays leistete damals ganze Arbeit. In den 70ern hat die Firma den Präsidenten von Honduras bestochen, um weniger Steuern zahlen zu müssen. Der Fall wurde als Banana Gate bekannt. In den 90ern verklagte das Unternehmen eine Zeitung und trieb einen Journalisten in den Ruin, jetzt unter dem Namen Chiquita. Der Journalist berichtete über die Misshandlung von Plantagenarbeitern, üble Umweltverschmutzung, Bestechung, kriminelle Machenschaften, um sich Ländereien zu sichern, gewaltsames Vorgehen gegen Gewerkschaften und viele, viele weitere Dinge. Die Recherche an sich war solide und für viele der Anschuldigungen gibt es klare Indizien und Belege. Man klagte nur, weil der Journalist sich die Informationen illegal beschafft hatte. Seit einigen Jahren ist es um die Firma ruhiger geworden. Mittlerweile legt Chiquita Wert auf ein sauberes, grünes Image. Man investiert in viele gemeinnützige Projekte und macht sich für den Artenschutz und Frauenrechte stark. Naja, im Mai diesen Jahres berichtete der Schweizer Beobachter dennoch über schlechte Arbeitsbedingungen und Umweltverschmutzung bei einem Lieferanten Chiquitas. Zitat: Chiquita lagert quasi die Verantwortung aus. Das ist nicht unüblich im Handel mit Agrarrohstoffen. Die großen Exporteure lassen die lokalen Bauern und Lieferanten zu teils üblen Bedingungen schuften und waschen ihre Hände in Unschuld. Bananen wirken banal, gehören aber zu den beliebtesten Früchten Deutschlands. Im Durchschnitt isst jeder Deutsche ca. 10 Kilogramm im Jahr. Damit bleiben Bananen auch weiterhin ein großes Geschäft. In deutschen Supermärkten gibt es zahlreiche Bio- und Fairtrade-Anbieter, die Bananen zu ähnlichen Preisen wie Chiquita anbieten. In einem Ökotest von 2017 haben Chiquita-Bananen die Note mangelhaft gekriegt. 17 von 22 Anbietern waren besser. Arbeitsbedingungen, Pestizide, auch heute ist Chiquita aus unserer Sicht einfach keine gute Wahl. Wenn man sich dann auch nur kurz in Erinnerung ruft, wie genau diese Firma ihre Marktposition erlangt hat, lässt man die Bananen mit dem blauen Siegel vielleicht doch besser liegen. Cheers. Hey, wir haben große Neuigkeiten. Wir haben einen neuen Kanal. Und zwar machen wir ab jetzt auch Videos auf Englisch. Der Kanal heißt Reezy und behandelt ähnliche Themen wie Simplicissimus. Der Fokus ist allerdings etwas internationaler. Dieses Mal geht es um die widerlichen Marketingstrategien von Shell. Schaut da unbedingt mal vorbei, wir haben unser Bestes gegeben. Das Video hat natürlich auch deutsche und englische Untertitel für alle, die nicht so gut Englisch sprechen. Ein Link zum Video und zu dem Kanal sind ganz oben in der Beschreibung und jetzt auch eingeblendet. Das Ganze ist ein absolutes Herzensprojekt von David und mir und wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns da unterstützt. Ansonsten bis zum nächsten Mal.